Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 auf der Ostseeküste. Ja, letzte Folge haben wir ein bisschen Gülle gefahren, ne? Jetzt werden wir die Gülle mal ein bisschen einarbeiten. Und ja, mal schauen, wie weit wir kommen damit heute. Ich habe eben nochmal... Achso, das liegt jetzt an. Nee, ich wollte gerade sagen. Ich habe eben nochmal den Fendt in die Wartung geschickt. Aber jetzt ist die Wartung ja schon wieder halb runter, aber das liegt hier an der Scheibenecke. Ach, Opa, nun komm, sieh zu. Dann geht auch ganz gemütlich, ne? Und ja, war ich auch mal wieder 17.000 Euro los, ne? Läuft, wir müssen jetzt die Maschinen alle mal einmal durchschicken zur Wartung. Der Drescher muss auch noch mal wieder rein. Ja, ja. Ach, das ist halt, ne? Ja. Was willst du tun? Ne? Ist halt so. Deswegen finde ich das im PC ganz gut, diesen Mod Verschleißverringerung. Da brauche ich nicht so oft in die Werkstatt. Mit unseren Maschinchen dran. Ne? Wie gesagt, egal. Egal. Gestern Abend haben wir noch mal ein bisschen gestreamt von der Kandelin. Haben wir die Fläche Mais fertig gehäckselt. Fast 3 Millionen Liter im Silo gelandet. 2,8. Ne? Kleines bisschen was hat gefehlt, aber das ist halt auch nicht so schlimm. Kicken hier, ne? Wollen wir mal kicken hier? Oh, auf 14 hochgehen, ne? Ah, das sieht man kaum, das hier irgendwo, ne? Das sieht man kaum, aber naja, egal. Einmal die Gülle ein bisschen einarbeiten, das Feld ein bisschen schick machen. Und dann kommt hier schön Klee rein, rauf, rein, wie auch immer. Wie gesagt, jetzt demnächst die ganzen Maschinen mal einmal ein bisschen warten, zumindest die Fahrzeuge, ne? Die Mähdrescher, die ganzen Trecker, die sind alle, ja, schon wieder dran irgendwie. Die müssen irgendwie, ja, ne? Du fährst ein bisschen mit und musste wieder in die Wartung. Ich hoffe mal, dass Giants das im nächsten Teil ein bisschen reduziert. Ne? Ich sag mal, gerade die modernen Trecker sind ja dann auch etwas teurer als die älteren in der Wartung. Ne? Wie gesagt, hier habe ich jetzt 17.000 Euro ausgegeben. Mal wieder. Es ist halt nicht so schön. Ne? Ansonsten, gestern Nachmittag habe ich eigentlich den ganzen Nachmittag damit verbracht, mir eine schöne Karte rauszusuchen. Für, ich sag mal, in Anführungsstrichen mein DDR-Projekt, nur ja, leider bin ich da nicht so wirklich fündig geworden. Wie gesagt, die Karten, die ich mir so angeguckt habe, ja,
Die sind nicht so dolle, ne? Also, die sind für mich nicht so. Eine Karte gibt es vielleicht, wo man das noch machen könnte, aber da ist der Hof nämlich so ein bisschen auf DDR-mäßig noch, also LPG-mäßig noch gebaut. Nur ringsrum ist alles neu. Höfe, die Häuser und so zum größten Teil der Verkehr. Und alles andere, was da dann so ist, ne? Schön, wenn dann so halt doch so ältere Häuser und sowas, ne? Aber naja. Ich muss mal gucken. Ich hatte jetzt noch die Bantico mir doch wieder genommen. Und ja, mal gucken. Bin halt noch mit ein, zwei Mods unzufrieden. Nicht ganz so zufrieden. Aber da habe ich gestern auch da Mods gesucht. Weil einige Mods, die ich gut fand, die gab es nicht mehr irgendwie. Die konnte man nicht mehr downloaden. Keine Ahnung. Wieso die denn immer noch da drinnen sind, sag ich mal, ne? So ein bisschen schade. Naja. Vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen gucken. Egal. Nun sind wir hier. Nun sind wir hier auf dem Feldchen. Was auch schon fast wieder fertig ist. Also das Gute hier, ne? Ist halt auch nicht so ganz so groß, ne? Das nächste Gute ist, wir brauchen hier keine Fahrgassen machen auf dem Feld. Bei Klee, ne? Das ist ja ähnlich wie Gras. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier einen Unterschied haben. Gab es jetzt auch Heu und sowas? Muss mal einmal gucken. Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Ja, Klee, Klee, Heu. Luzerne, Luzerne, Heu. Ja, gut, Heu werde ich nicht machen. Da werde ich höchstens Silage draus machen. Und Luzerne kenne ich so ein bisschen als Zwischenfrucht dann halt noch, ne? Aber Klee, ja. Ne? Weiß gar nicht, ob ich da schon mal meinen Fruchtplan neu gemacht habe. Auf der Karte hier. Auf jeden Fall auf der 28 und auf der 60 soll ja Raps rein. Das weiß ich so. Den Rest weiß ich jetzt gerade so aus dem Kopf nicht. Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob wir hier dieses Jahr hier noch zu kommen. Den Klee zu ernten. Mal gucken, man könnte, das wäre August, September, ja, Oktober könnte man vielleicht hier noch Klee häckseln. Aber will ich Klee häckseln? Eigentlich nicht, ne? Oder? Ja, mal schauen. Mal schauen.
Ansonsten, ich muss mal gucken, ob wir heute Abend noch mal wieder streamen. Ne? Ich weiß nämlich noch nicht so ganz genau. Eigentlich habe ich auch noch was vor. Eigentlich, ne? Aber eigentlich ist ja eigentlich kein Hauptwort, ne? Deswegen muss ich mal schauen. Könnte natürlich auch bei Kanalin weitermachen. Da ein bisschen Bodenbearbeitung. Ah ne, erstmal kalken und so. Ne? Die ganze Chose. Erstmal kalken und so. Da muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen während der Aufnahme. Da müssen wir mal schauen. Dann werden wir auf jeden Fall ansehen noch, ne? Und dann kann ich den Tag auch schon mal wieder überspringen. Und ich glaube, den darauffolgenden Tag auch noch. Also, wie gesagt, jetzt im Juli haben wir soweit ja nichts zu tun, außer ich muss noch mal meine Fruchtfolge gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt, wie gesagt, schon was aufgeschrieben habe. Und ansonsten, ob wir irgendwo noch was machen können. Ich sag mal, die zwei Felder, die wir abgeerntet haben, da haben wir schon alles gemacht. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, das ist im Wachstum. Hier könnten wir vielleicht noch mal düngen, aber das wäre es dann auch. Unkraut dürfte hier nicht sein. Nee. Hier ist Ackergras drauf. Und hier könnten wir noch mal düngen fahren. Ansonsten haben wir da auch nichts weiter. Ja, dann kann man noch mal so eine kleine Sommerpause machen hier. Ne? 2 Tage, 3 Tage noch mal ausruhen. Ne? In-game. Ja gut, ein bisschen Tiere kümmern. Ne? Ja, Milch noch mal abtransport. Milch ist nämlich auch so weit, dass man die wieder einmal leer machen könnte. Würde ich mir noch mal einen Anhänger mieten für Milch zum Milch wegbringen. Wie gesagt, ich brauche da ja keinen Anhänger mehr kaufen, wenn ich den nur alle paar Monate mal brauche und dann da mal einmal Dings mieten. Habe ich nicht mit drin, dann muss ich noch wieder mit reinnehmen. Weiß gar nicht, was der kostet. Was kostet denn der hier? Miete, den anderen geht ja ein bisschen mehr rein, ne? Der kostet 1000, ja. Lass den anderen, was weiß ich, 3.000, 4.000 kosten. Dann ist schon gut, ne? So, meine Lieben, ich sehe aber auch gerade schon, dass wir am Ende angekommen sind. Ich werde jetzt hier das Vorgewinde noch fertig machen, ne? Die restlichen paar Meter hier und dann bin ich auch schon wieder durch. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der Aussaat, ne? Klee-Aussaat. Und ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, gerne auch ein Abo. Würde mich riesig drüber freuen. Und dann
bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.